wie auch immer. Wow, wir kommen jetzt zum letzten Runde. Jetzt haben wir gar keine Punkte gezählt. Nein, deswegen gibt es jetzt mit der letzten Runde die entscheidende. Jetzt kommt eine der allerschwächsten olympischen Disziplinen, die man bei einer Turnolympiade haben kann, ist... Richtig. Was? Ja. Ich wollte wissen, ob das Publikum was einfällt. Nein, ist nichts eingefallen, ist uns ist noch was eingefallen. Aber zuerst möchten wir unsere Kandidaten natürlich auf die Bühne holen. Daher noch einmal Cindy und Melita. Da ist Cindy, da ist Ademar, Taktenblut und Melita. So, wie fühlst du dich jetzt? Wunderbar. Melita, wie fühlst du dich? Ja, mir geht's gut. Es geht jetzt um alles, es geht um Sieg oder Niederlage, alles oder nichts, Hop oder Job. Wobei es geht eigentlich um die Goldmedaille, um genau zu sein. Platz 2, Silbermedaille. Wir haben keine silberne Medaille da, von daher ist egal. Es geht also um die Goldmedaille und wir sind gespannt, wer von euch sie gewinnen kann. Die schwierigste Disziplin, was können Tunde nicht? Abschminken! Richtig! Sehr schön. Das könnt ihr auch nicht, weil wir haben gar keine Abschminktücher, da haben wir euch angelogen. Na, wir schlafen die Schminke ab ins Kissen. Ja, ich lege die Schminke auch mal ab, so ein Tuch ab und setze am nächsten Morgen wieder auf. Nein, Tunten können nicht werfen. Das ist ein ganz chronisches Problem bei uns, wir können nicht werfen, wir können auch nicht fangen. Aber nicht werfen ist ganz, ganz, ganz dramatisch. Fangen üben können wir nicht üben, wenn man nicht werfen kann, wenn man keinen hat, der was zuwerft. Daher werden wir jetzt etwas euch in die Hand geben, was ihr wieder werfen müsst. Jetzt nicht stoßen, sondern werfen. Werft es, soweit ihr könnt. Was wirft man weg als Tunte? Wattebällchen. Nee, ist nicht ganz so. Nein. Man wirft, Taschentücher wirft man auch nicht weg, die sammelt man, das sind Trophäen. Boas, so sieht's aus. Ah. Alte, ausrangierte Feder, Boas. Wie riecht. Ah, das stinkt. Das ist die Hölle. Wir haben sie nachgemessen, sie wiegen alle genauso viel, nämlich 62 Gramm. Wir haben sie geerbt von Strapsari. So. Ich war 80 Jahre im Dienst. Sie sind unerwaschen. Wir machen das gleich mal vor. Ah, da, hier, hier, komm. Guck mal, die hat schon Vogelgrippe, die verliert. So. So. Ich möchte das nicht. Ah, ich habe noch was in der Grüne, richtig. Wir machen das weg, wir machen das vor, Giselle. Ihr dürft keine Hilfsmittel verwenden, das ist ganz wichtig. Ihr werft nur mit einer Hand. Nur mit kann einer man die zusammenwirbeln? Man kann sie zusammenwirbeln, du kannst sie knoten, du kannst sie in Beton gießen, wenn du auch Zeit hast, kein Problem. Dass du keine anderen Materialien verwendest. Und dann heißt es so weit werfen, wie nur geht. Ah, ich dachte, Kolibris unten nicht stören. Richtig, oh Gott. Ja, du hast so Kolibris im Haar. Ich habe eine ganze Spatzenkolonie. Das ist versteckt. Ja, Gottes Willen. Das ist, so sieht ungefähr Plattenbau für Spatzen aus. Ne? Ja. So, jetzt kommt... Ja, ich bin stehe unter Denkmalschutz. Ne? Das so. Jetzt also. Und Naturschutz. Nicht anfassen, du stehst... Nein, so weit wie es geht. Wir dürfen bis an die Linie rantreten. Und dann heißt es, top, die Watte quillt. Willst du anfangen? Wir werfen. Ich mach mich doch nicht zum Löffel. Machen wir gleichzeitig? Ja. Dann gucken sie auf die Mitte, ist egal. Genau. Okay, also 5, 4, 3, 2, 1. Und ja! Oh! Ich war weiter. Ich war weiter. Vorne! Du saßt hier vorne! Reihe 4. Das ist Reihe 3, ich bin Reihe 4. Du bist weiter, ne? Ich hab gewonnen. So, gib mir die Federboa wieder her, ich muss sie zurückgeben. Doch, 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 meine Mutter schimpft sonst mit mir. So. Ja, die trägt das als Frisur. So, also okay. Oh, jetzt gib die zurück, was doch einer Waldorfschule oder was? So, meine Mutter. Warum diskutieren? Du darfst nachher in die Pause deinen Namen tanzen. So. Ihr dürft mal nach vorne gehen. Bis. Ihr dürft auf den Strich gehen. Bis auf den Strich auf. So. Ja. Dann fliegst du wieder runter. Du darfst ja, dann hoffe ich. Natürlich, ja. Maximum ist drin. Und ich würde mal sagen, ihr werft wieder gleichzeitig, damit wir die direkte Vergleich auch gleich haben werden. Top! Die Watte quillt! Hey! Das habe ich gesehen. Ja, hast du es gesehen? Du hast da noch Pflasterstein reingeworfen. Ja, sag mal. Guck mal. Die Federboa. Die Schülerin haut die mit die Federboa. Du kommst gleich so. Heim. Giselle, mach du schon mal weiter. Geh die verkloppen los hinter dir. Ich schlaf die wieder auf die Federboa. Du musst dir jetzt alles hochgeben. Halte die Diebe. Doch, ja, ich komm zu dich. So, so wie heißt du denn? Die Anna. Anna. Anna hatte schon die Anna, die Kleptomanin aus Potsdam. Anna, die Anna,
die Alte. Ja, ich kenne die, die hat bei Karstadt schon Hausverbot. Oh, ist gemein. Ja, aber hast du da... Die wollte am Stern, da wollen sie doch alle die Kleptomanen. Ich hab die gefangen. Super gemein. Meine letzte Freundin habe ich auch gefangen und durfte die auch nicht behalten. Muss ich auch wieder abgeben. War schon Glück noch Garantie so. Ach, da bist du ja noch. Wir haben dich vorhin gesucht, als es darum ging. Komm, wirf nochmal für mich. Ja, in die Luft. Ach, das ist jetzt auch zu spät. Hast du Geneva Flat Fat genossen? Ja. Wie viel hast du getrunken? Ja. Drei. Drei? Drei Flaschen, ja, genau. Dementsprechend gut bist du drauf. So. So, ich habe die Federboasen. Was ist die Plural von Feder. Buen. Boden. Buen. Bohnen. Die Federböen. So, Griselda, wo bist du denn? Ja, ich bin hier. Griselda, komm nach vorne. Wir nehmen die Kandidaten in die Mitte. Ja, bitte. So, kommt nach vorne. Komm mal her. Ihr versteckt euch immer dahinter. Ihr müsst euch nicht schämen für euer Aussehen. So müsst ihr jetzt ein Jahr rumlaufen. Morgen wieder nicht mehr. Morgen, aber heute schon. Aber morgen nicht mehr. So, Griselda. Ja, Linda. Platz Nummer 4. Ich habe leider kein Foto für dich. Denn es geht jetzt darum, wer ist Gewinner oder Gewinnerin? Wer war am besten? Ihr dürft nochmal zum Abschluss applaudieren. Welche Kandidatin war die beste? War es Melita? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 1. Oder war es unsere Cindy? Cindy, du bist unsere Prinzessin der Herzen, auf jeden Fall. Ja, Karte, so, zeig das Cover, wo Cindy raufkommt. So, deine Cindy kommt nicht auf ein Cover rauf. Doch, auf die Bäckerblume. Auf die Bäckerblume kommt Cindy rauf? Ja. So, guck mal, schau. So. Nein, ich habe die Goldmedaille. Die Goldmedaille, so. Bist du nervös? Nö, nee, jetzt nicht mehr. Dann darf ich dir die goldene... Fünften Olympiade-Medaille. Du musst die Krone abwerfen für die Medaille. Dicken Neger will die Krone abwerfen. Ja. Das ist deine Goldmedaille mit der Ablichtung von Richard von Weizsäcker drauf. Unsere Obertunte. Und auch danke an alle, die mitgemacht haben. Und danke an deine Mutti, die dich so weit gebracht haben. Wir sehen dich im nächsten Jahr wieder, wenn du gegen die russischen Kugelstoßerin antreten musst. So. So, und ich finde, du hast es so tapfer überstanden, auch du bekommst eine, bei den Bundesjugendspielen heißt es, glaube ich, Teilnehmerurkunde. Selbst die habe ich nicht bekommen. Ich habe noch nie die Scheiße zu Hause. So. Ja. Ja, mach sie alleine. Ja. Das, okay. Ist, das ist die goldene Jugendspiele. Applaus. Ich meine Hose steht zu. Also sage mal. Also. Jetzt weiß jeder, was wir in der Garderobe gemacht haben. Du bist jetzt wieder Single. So. Ist, läuft die Kamera eigentlich? Ist das drauf? Ja. Ist die Kamera Backstage war auf jeden Fall an, das wollte ich nur noch mal sagen. Und wir haben schöne YouTube-Videos jetzt von dir, die werden wir alle ab morgen online stellen. Es sei denn, du gibst uns ein bisschen Geld für das Luise-Henriette-Stift, welches wir finanziell unterstützen wollen. Wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt vor allem ein bisschen Spaß mit unserer Tunten-Olympiade. Die erste offizielle Tunten-Olympiade. Die ist auch geil. Ihr müsst auch langsam nach Hause. Schmink dich vorher noch ab, mein persönlicher Tipp. Sonst ist Mutti vollkommen irritiert. Riesen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön an Cindy und Melissa. Haben sich aber auch tapfer geschlagen.
Sommer.